Herzlich willkommen zu einer neuen Schacheröffnungsfalle. Hiermit, mit diesem Video, melde ich mich zurück aus meiner Umzugspause. Ich habe eine schöne neue Wohnung gefunden und jetzt zum Anfang muss ich das Internet erstmal ausprobieren. Deswegen ein kurzes Video, so hoffe ich. Ich denke mal, das wird am Ende doch wieder länger als gedacht werden. Aber deswegen habe ich mich zum Anfang erstmal für eine Schacheröffnungsfalle entschieden. Und wieder befinden wir uns hier in der spanischen Öffnung. Die ersten paar Züge sind bekannt. Genauer gesagt wird das hier ein Marschallgambit. Also Läufer B5, A6, Läufer A4. Das ist alles schon tausendmal gesehen. Springer F6, die Rochade, Läufer E7, Turm E1. B5 vertreibt den Läufer. Der muss nach B3. Rochade C3 bereitet den Durchbruch mit D4 vor. Und gleichzeitig hat der Läufer natürlich ein Fluchtfeld auf C2. Aber hier kommt Schwarz dem Weißen einen Schritt zuvor und der spielt hier D5. Der Weiße nimmt, der Springer nimmt, der Springer nimmt wieder, also den Bauern auf E5. Der schwarze Springer nimmt und der Turm nimmt. Und jetzt still und leise spielt Schwarz den unscheinbaren Zug C6. Er hätte auch genauso gut Springer F6 oder Läufer B7 spielen können, aber dieser Bauer C6 ist wirklich einer der häufigst gespielten Züge in dieser Variante, also kein schlechter. Es geht weiter mit D4 und Läufer D6. Der Turm zieht zurück und jetzt kommen wir doch mal langsam zur Falle. Es sei hier angemerkt, diese Falle sollte man besser nicht gegen gute Spieler spielen, die diese Falle kennen, was Fallen auch so an sich haben. Aber wenn der Weiße hier korrekt spielt, ist das natürlich für Schwarz fast schon verloren, sage ich mal, schwierig zu spielen. Aber natürlich bietet das hier für den Schwarzen einiges an Potenzial. Der normale Zug wäre hier Dame H4 mit sehr viel Druck auf dem weißen Königsflügel. Aber hier entscheidet sich der Schwarze zu Läufer schlägt H2 und der Weiße denkt sich, tja, Läufer schlägt H2, gut, hat einen Bauern gewonnen, aber wirft einen Läufer über Bord und der Schwarze hat niemals genügend Angriffsfiguren, um meinen König matt zu setzen, deswegen nehme ich den einfach mal weg. So, und jetzt kommt die Dame auf H4 und es folgt natürlich, was denn auch sonst, König G1. Läufer G4, die letzte schwarze Leichtfigur entwickelt sich, greift gleichzeitig die Dame an und die zieht nach D3. Es folgt Turm AE8 und jetzt einer oder wahrscheinlich der entscheidende Fehler, denn Läufer E3 sieht doch eigentlich sehr natürlich aus, um den Angriff auf diesen Turm zu blockieren. Mit der Drohung, also wenn der Schwarz hier mit seinem Turm den weißen Turm nehmen würde, dann wäre natürlich matt. Diese Drohung möchte Weiß natürlich entgegennehmen und selber abtauschen. Da kommt der nächste Turm auf die offene Linie und es droht wieder matt. Ist vielleicht auch nicht so gut. Also entscheidet sich vielleicht der Spieler, der diese Eröffnung nicht kennt oder diese Falle, für Läufer E3. Alle anderen Spieler entscheiden sich für Dame F1 und es passiert wirklich nichts. Der Weiße steht hier einfach besser, Schwarz hat einfach die Leichtfigur weniger. Aber bei Läufer E3 folgt Folgendes. Der Schwarze nutzt hier die Gelegenheit mit Springer F4. Der Läufer kann nicht nehmen, andernfalls nimmt der Turm den Turm auf E1 raus und wir hätten unser Matt wieder. Deswegen muss die Dame jetzt ziehen, die ist ja angegriffen. Die geht jetzt, wie sie eigentlich vorher schon hätte ziehen sollen, nach F1. Und jetzt folgt der nächste Kracher von Schwarz, denn der opfert die nächste Figur rein mit Springer H3. Gut, und was soll der Weiß jetzt machen? Den König auf die halboffene Linie zur Dame zu holen, ist natürlich tödlich. Deswegen nimmt er hier den Springer weg. Und es folgte Läufer schlägt H3.
Der richtige Zug wäre jetzt Springer D2. Das sieht aber auch nicht so natürlich aus, denn nicht alle Spieler lassen die Dame einfach so stehen. Dame G4, König H2, Läufer schlägt und der Springer nimmt. Es folgt H5 und die Stellung ist ausgeglichen. Vielleicht hat Schwarz hier noch ein bisschen was an bessere Stellung, dadurch, dass der König hier so offen steht. Aber diese drei Leichtfiguren sollten doch sehr viel Potenzial bieten, diese schwarze Dame zu bekriegen. Es könnte weitergehen zum Beispiel mit Läufer D1, Dame G6 und der Springer zieht zurück nach D2. Und wenn sich Weiß hier gut organisiert und strukturiert mit seinen Leichtfiguren, dann ist vielleicht das Remis oder auch noch der Sieg drin. Also mit den drei Leichtfiguren kann er hier noch ordentlich Schaden anrichten. Aber gehen wir mal zurück zum Partieverlauf oder zum Fallenverlauf, sag ich mal. Läufer schlägt H3 und Dame E2 ist der nächste Fehler, den Weiß hier in dieser Falle begeht. Und hier könnte sich, sag ich mal, Schwarz entscheiden. So, Turm E4 ist der schlechtere von beiden. Gucken wir uns erstmal Dame E4 an. Hier folgt dann, dadurch, dass jetzt Matt auf G2 droht, F3. Dame G6 Schach. Und der König kann nur zur Seite. König H1. Und jetzt der nächste Kracher von Schwarz. Wir hatten ja in diesem Verlauf noch nicht so viele Kracher von Schwarz. Da kann der Schwarze auch noch einen auspacken. Nämlich Turm schlägt E3. Die weiße Dame kann jetzt nicht wieder nehmen. Andernfalls droht wieder Matt auf G2. Ich zeig das kurz. Zack, Matt. Tja, und dann hätte die Falle natürlich eiskalt zugeschlagen. Die einzige Möglichkeit, die der Weiß hier noch hat, vielleicht mit Läufer C2 und Turm schlägt E2 und Turm schlägt E2. Vielleicht auch auf irgendwas hoffen, aber das verpufft natürlich. Läufer F5 geht natürlich nicht. Und die Dame hier rauszunehmen ist natürlich auch nicht sonderlich gut. Der Turm hängt einfach auf E1 und die Stellung ist natürlich absolut verloren. Denn sobald der Springer zieht, hängt der Turm auch auf A1. Und diese Fessel zu entknoten, das wird eine Meisterleistung und ist fast unmöglich. Zurück zum Partieverlauf. Ich sage immer Partieverlauf, Fallenverlauf oder Variantenverlauf. So, Dame E2, Turm E4 macht das Ganze natürlich ein wenig länger. Es könnte hier jetzt folgen F4, dann folgt wieder sehr gut von Schwarz. Turm schlägt E3, Dame schlägt E3 und Dame G4 mit Schach und es folgt das Matt nach Dame G3, die Dame nimmt und der König kann sich ausruhen, ob er nach F1 oder ob er auf H1 Matt gesetzt werden will. Das ist ihm dann überlassen. Das Matt ist hier auf jeden Fall nicht mehr abzuwehren. Eine andere Möglichkeit nach F4 ist natürlich Dame G3. Ist nicht so gut, denn wir haben ja gesehen, dass Matt droht da ja viel schneller. König H1 und jetzt Turm schlägt E3. Läuft eigentlich auf dasselbe hinaus. Der stärkere Zug wäre wahrscheinlich Läufer D1 statt Bauer F4. Dann folgt erstmal Turm G4 und hier tauscht der Weiße auch seine Dame ab. Läufer nimmt, der Springer nimmt, der Läufer nimmt, der Turm nimmt. Und hier ist die Partie ungefähr im Gleichgewicht. Auch hier muss der Weiße wieder aufpassen, da sein König noch ein bisschen offen steht. Aber diese zwei Leichtfiguren und der Turm können wirklich viel, viel Ärger machen. Und diese Dame kann in einigen Varianten dann auch nur zuschauen. So, eins geht aber noch in dieser Variante nach Turm E4, nämlich F3. Und jetzt folgt einfach auch Dame G3.
König H1 und Turm H4 und jetzt ist die Falle wirklich am Ende. Weiß könnte hier noch einige Zögermomente oder Herauszögerungstaktiken vollführen, zum Beispiel Läufer schlägt F7, aber das bringt natürlich nichts, außer dass Schach Turm schlägt und Dame H2 zum Beispiel, aber nach Läufer G2 ist das Matt nach König G1, die Dame kann sich nicht bewegen, unausweichbar, also Läufer G2 Schach, König muss zur Seite, Dame schlägt H2 Schach, König F2 und Läufer H3 ist matt. Damit hätte die Falle sehr schnell zugeschlagen und wir gucken uns das nochmal an, ab, sagen wir mal, Läufer D6, Turm E1 und Läufer schlägt H2. Wer sich hier nicht auskennt als Weiße, kriegt hier ordentliche Probleme. König schlägt, Dame H4, König G1 und Läufer G4. Dame D3 ist in Ordnung. Mein Computer sagt, Dame D2 ist auch super. Aber das wirkt natürlich noch viel unnatürlicher, seine Leichtfiguren hier alle zu blockieren. Dann lieber vielleicht mit Dame F1 nach Turm AE8 spielen. Das wäre die richtige Variante. Wir merken uns aber, nach Läufer E3 nutzen wir die Chance mit Springer F4, Dame F1, um den Springer hier zu opfern. G schlägt, Läufer schlägt, Dame E2, Turm E4 oder noch besser Dame E4. Das geht noch viel, viel schneller, denn nach F3, Dame G6, König H1, Turm schlägt E3, wie wir schon vorgesehen haben, ist die Partie vorbei. Turm E4 ist die längere Variante, kann man sich merken, falls man mal ein paar Alternativen haben möchte. F3, Dame Schach, König H1, Turm H4, Läufer schlägt, wie gesagt, ein Hinauszögerungszug, Turm schlägt, Dame H2, Läufer G2 und da haben wir auch schon unser kleines Matt nach Läufer H3 wieder. So, das war die Rombauer-Falle. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erwähnt habe. Ich hoffe, ansonsten steht es natürlich oben im Titel. Tja, und das war die Falle, mit der ich mich aus meiner kleinen Pause zurückgemeldet habe. Ich hoffe, jemand konnte was mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Ich habe wieder was gelernt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!